Wir sehen uns mal wieder. Ich freue mich. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Strahlender Diamant. In der letzten Folge haben wir es sowas von nicht geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben unser letztes Teammitglied komplett. Oder wir, unser Team komplett. Wir haben das letzte Teammitglied gefangen. Und zwar, Stimmelik. Ja, bin ich ziemlich happy gerade drüber, dass wir es hingekriegt haben. Und wir leveln uns schon wieder auf Level 33. Und freue mich, wie gesagt, dass wir heute weitermachen können. Jo, dann fehlt also uns nur noch eine weitere, zwei weitere Entwicklungen. Ja. Also, es muss sich eigentlich nur noch Kramux entwickeln zu Kramische und Schneebedeck dann am Ende zu Krexbisa. Und damit bin ich ja ziemlich happy, dass wir jetzt endlich ein Pflanzen-Pokémon im Team haben. Meine Fresse, das haben wir wieder gemacht. Wie gesagt, da haben wir 6 Orden erst. Und jetzt bin ich ziemlich happy. Jetzt können wir hier nämlich endlich weitermachen mit der Story. Und keine Gedanken machen, deswegen bin ich kurz danach im Ausflug in so Route 216 gemacht, um das Team zu fangen. Jetzt wollen wir nämlich mit der Hauptstory weitermachen und machen wir heute. Wir werden heute die ersten mal sehen, die See, zwar Kühnheitsufer und See der Wahrheit. So, Superschutz mal kurz einsetzen. Ich kann ja auch mal was anderes machen. Aber geht nicht, ne? Geht ja alles doch. Alles gut, machen wir sowas mit Leuten. Müssen leben. Ja, wir können mal gucken. Hier gab es eine Mega-Explosion und sieht es auch so im Hintergrund, der See ist trockengelegt. Und im Hintergrund brennen die Krater. Was hat Team Galactic hier angestellt? Wir werden es hoffentlich erfahren. Haha, Hexer, als jeder Wahrheit. Und dann gibt es noch ein witziges Kampf noch mit zwei Blatt auf. Keiner will sich also uns entgegenstellen. Doch, ich. Halt. Möchtest du das Kappa noch anschließen? Was hilft das so Matsch zappeln? Aber. So. Was haben wir denn hier? Also, erstmal einen Charmian. Da hilft doch die Kraftwelle noch. Happy gerade. Ich bin die Kraftwelle. Ja, mein. Aber das Team mit dir. Du der letzte. Yeah. Ja, ich bin glücklich. Ich freue mich, dass wir es hinkriegen. So, die Bunkel. Die Bunkel sollte kein Problem sein für uns. Und tschüss, mein Freund. Weiter mit 30. So. Wobei ich jetzt schon wenig nach vorne ziehe, weil ich will das ja relativ. Da muss ich jetzt tatsächlich nachgucken, welches Level das ich entdecke, weil ich habe es tatsächlich zum ersten Mal erst im Team. So, haben wir welche Items, die ihm helfen könnten. Nee. Gut, okay, wir machen es anders. Ich gucke jetzt tatsächlich mal. Kann sich das Schneebedeck überhaupt weiterentwickelt? Weil ich muss es wissen. Es entwickelt sich auf Level. Es entwickelt sich auf Level. Okay, auf Level 40. Alles klar, gut zu wissen. So, okay, machen wir weiter. Ist doch nicht immer so. Warum steht U da? Ja, die armen Karpadors. Ich meine, wir haben eine Verwendung für Karpador. Ja, kann halt ein Plotter und Tackle. So. Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Die springt auf einen Turm. Ja, ich hab's gesehen.
So. Oh, Golbat ist natürlich jetzt nicht die. Dürft da darf wahrscheinlich nicht als erstes anfangen. Eisstoff. Ah, nicht. Staub. Ich hab eine andere Attacke ich jetzt gemacht. Die haben natürlich ein Problem mit dem Kraftfläche gegen. Eine Vierfachschwäche gegen Feuer-Pokémon. Das ist der Nachteil. Aber mit dem. Oh ja. Das ist trotzdem. Ach Gott, ja. Steckt sogar weg. Steckt sogar gut. Ich soll nicht gut gerade weg. Okay. Zeig mal kurz einen Golbat mit zwei Volltreffern. So. 42, Galoppa ebenfalls Level 42. Dunkel. Komm mit einem drauf. Ich weiß, dass die Bunkel uns auch den Pokémon nennen. Das ist die Plätze. Ja, das habe ich schon. Damit habe ich fast gerechnet. So, Flügelschlag, drauf mit euch. Okay. Gehen wir wieder auf Eier, mein Freund. Tschüss, mein. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Die BSP siegt. Anstelle unseres Passes werde ich für deinen Widerstand eine Abreibung verpassen. Hagelalarm, geht wieder los. So, mal gucken, wie ich hinkriege. Nehmt euch das Blizzard ein, das trifft mich jetzt 100%. Kältung. Verkältung ist das Problem, ne? Ich nehme dich noch mit. Ich glaube, ich nehme dich noch mit, mit dem Hagelsturm. Ja. Ich nehme dich noch mit, mein Freund. Versteht ihr jetzt, warum ich jetzt ein bisschen so, warum ich das jetzt gemacht habe? Deswegen spiele ich mit Blizzard. Ludox. Ludox. Schiff Pudlax, jawohl. Ja, Flug. Käfer, Gift, ja. Ja, sie gehen schon auf. Jetzt haben wir die Teile vergiftet und die Hagelkörner drauf. So, wir haben einen Leidon.
So, da gibt es nochmal Tierkraft hinterher. So. Ja, mein Freund, du hast es dann eingesehen, dass du eine Abreibung hast hier da. Kein Problem, kriegen wir doch hin. So, was willst du jetzt von mir? Hast du noch was zu sagen? Was machst du hier? Kannst du diesen Nulpen, die dir dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang teilen zu lassen? Bah, ist doch egal, wer du bist. Das war die keine Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wirklich interessante Zeiten. Alle legendären Pokémon werden unsere Galaktik-Zentrale in Schleier gebracht. So, dann müssen wir kurz das Ziel heilen, weil ich glaube, jetzt könnte sein, dass wir einen Bosskampf haben. Und dann möchte ich gerne mit einem fitten Team, aber mit einem fitten Team dann bestreiten. So, Trank. Das kann man uns ja kommen, die 3 KP, die kriegen. Dafür kriege ich den Boss trotzdem bleibt. Die Mission läuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle. Das meiste für Team Galaktik. Dich kenne ich doch. Das ist das Kind, das sich schon ewig genau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Ha! Jupiter so schämt, dass sie sich von einem Balken in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Ich glaube, ich habe eine Vorahnung. Sonst ist alles klar. Nee, hatte ich nicht jetzt erwartet. Ich hätte das nicht anders gemacht, wenn ich erwartet. Okay, doof war es nicht. Doof war es tatsächlich nicht, weil ich kann Bonita nicht einsetzen. Ich kann Galoppa nicht einsetzen, weil ich den Regen und keine fette Sonne habe. Jawohl, die Paralyse sind da ja noch. Aber ich kann die Kugel ja einsetzen, ne? Ah, die Scheiße, die Verwirrung. Was willst du denn jetzt schon wieder? Jetzt kann Sabra ein. So ruhig, er setzt jetzt Toxiquack ein. Oh, ja. Ah, der viel geregt hat. Okay. Auch Toxiquack war tatsächlich eine Idee. War tatsächlich eine Team Idee. Stimmt gut. Aber die wird ja nicht nutzen.
So, sehr gut. Das auch zu regeln. Und jetzt hast du nur noch Kadabra und jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Dann können wir das Kramlos damit Feierabend machen. Ist geplättet. Du bist stark, so stehe ich für uns. Solchen Widerstand beisetzen kannst. Jetzt nicht, ein Commander kann jetzt gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber schon in Ordnung so. Dann Kippe, du wirst ohnehin niemals schaffen, in den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Dem Gelag wird die drei Pokémon fangen, die drei Seen schlummern. Und den Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Was sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben? Da habe ich hier irgendwo noch ein Item übersehen, das ist vielleicht. Okay, dachte mir, es wäre noch ich. Brauche ich nicht mehr. So, dann heißt das, nächstes müssen wir dann nach Schreiberdorf. Dann können wir aber mal. Ne, wir müssen noch. Wir fliegen jetzt nach Schreiberdorf. Das machen wir diese Folge auf jeden Fall. In der nächsten Folge machen wir dann die Route 216. Da, wo wir ja schon mal waren. Vor wenigen Minuten. So. Okay. Ich kann jetzt mal raus, weil ich kann ja. Mutti mal fragen, ob sie mich noch heilen wird. Gut, dass du da bist. Diese Show von dem Galaktik sind hinter dem legendären Pokémon her. Du musst Lucia helfen. Los! So, ich nehme den Kram. Das sind immer alles Doppelkämpfe sind. Also Aufgabe ist es, dich hinzuhalten. Wir sind auf Eldimir jetzt. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Hier bleibt mal drauf, damit wir zumindest mal die Variante haben. So, Shaloko nehme ich mal aus dem Rennen raus und dann Eier. Weil ich nicht sich groß werden kann. Ganz das Spielchen noch ein weiteres Mal. Und jetzt der Hero aus, das sehr oft zu schaden. Ja, damit ich das zumindest mal rausnehmen kann. Wenn ich weiter rasieren werde, wird wahrscheinlich das andere Schaden entstehen. Das ist
bisschen. Das wird wahrscheinlich trotzdem noch aufgehen. Vielleicht. Arsch, Alter! Ich bin schon ganz aus dem Lauf. Weiß auch nicht, wirklich entwickelt ist. Ein bisschen verrückt, sollte sich halt eigentlich jetzt gleich erledigt haben. Ach du Arsch, du hast auch so eine scheiß Kackattacke, natürlich. Ja, reden. Ich kann mich besser mit 43. Ich will das eh nicht mehr. Obwohl, dann hast du noch eins, oder? Ist jetzt nicht mehr die Mega. Ich will jetzt, wenn du die erste Attacke überlebst, bist du die zweite mit drauf. Ja. Gut, dann haben wir es. Die Rückkehr haben wir besiegt. Trecker mit. Laden wir uns mal Team mal wieder ein bisschen auf. So, was haben wir denn hier? Papinella und Kakapu. Und wieder geht man zu Hagen. Wieder drauf. Das ist ganz cool. Ja. Ja, fast. Wenn jetzt der Blizzard trifft, sollte eigentlich beide fallen. Das würde mich schwer wundern. Okay, okay. Nicht schlimm. Wow. Okay. Ja, Gott sei Dank, so fallen sie doch beide. So wie ich erwartet hatte. Erhofft hatte. Damit der gerade Level 35. 5 Level, die Leute. Der Wurzler brauche ich jetzt nicht. Damit ich damit weitermachen kann. Ja, jetzt habe ich das klar. Jetzt werde ich wahrscheinlich die gleiche Move ziehen. Gut. Gut. Okay. Ja, jawohl, das eine Champion ist weg.
wird gut, das wird geil, das wird gut. Kam kriegen wir sie beide sogar hinter. Nein, noch nicht. Und der zweite fällt. Ich war vielleicht gar nicht so doof eigentlich, dass es rausgefallen ist. Also, das, da. Das heißt, ich habe jetzt einen freien Move. Ich weiß, ich muss sowieso heilen. Das heißt, ich kann mein Schneebedeck ohne Probleme heilen. Und jedenfalls nutze ich das aus, um meinen Kramwurz hochzuhalten. Ich werde den jetzt fallen lassen. Da wird ich nichts machen können. Wenn er jetzt instant wieder auftaut, ist das Thema gegessen. Gut, dann haben wir das auch. Dein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine, Vorfall beim Windkraftwerk. Deswegen habe ich eine ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich so von dann an? Du lässt dich doch an mich, oder doch nicht? Ha, da will ich am Gedächtnis mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich bin Mars, ein Kommando von dem Galaktikum, stark und wunderschön zugleich. Was sollst du jetzt versuchen? Willst du etwa den Heldenspiel deine Freundin retten? Also ich lache, keine Chance. Die werde ich schon zeigen. Ist das ein Doppelkampf oder ist es wieder so ein Einzelding? Schade, ich dachte, es wäre ein Doppelkampf. Schade, ich dachte, es wäre ein Doppelkampf. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es... So, ich hatte ein bisschen was gehofft. Jetzt gehen wir durch die Spiele. Jetzt nicht mal kurz zurück, weil ich muss wechseln, bevor hier mein Stäbeleck duschen geht. Baden geht. Heißt, du hast jetzt nur noch. Wusste das sogar ja auch nicht. Wir senden die Seele. Ich krieg den Hagelschlag doch nicht. Alles gut. Du hast schon wieder. Du lässt mich dieses Gold. Du lässt mich die AP nicht für Gold warten. Ich wusste, dass du einen Schnurrgast hast. Wenn ich Schnurrgast gesehen hätte, hätte ich wieder auf die Zahn gesetzt. Und jetzt ein Tiefkühl. Und jetzt ein Tiefkühlkätzchen, komm. Hat das ein bisschen.
Was ist aber mit deiner scheiß Kehrtwinde, ne? Was hast du mit Golbert? Das ist jetzt auch hier drin. Hör auf mit dem Mist, ey. Und das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass ich deine Katze gut spiele. Sehr geil. Gehst du mir ein bisschen mehr in die Kraft, weil das Viech ist sowieso schon schwer angeschlagen und digital ist, mache ich jetzt Feierabend. Das ist so ein Ableitgebiet da, ja? Das ist dieses Hin- und Hergewechsel mit deiner scheiß Fett, mit deiner scheiß Attacke da. Meine Kette. Bye, bye! Galapa 43, Galapa 41, Galapa 3. Soll kein Bodycheck lernen? Besiegt. Immer und immer wieder. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier am See der Wald. Der Commander von Team Galactic darf seine Fehler nicht zweimal unterlaufen. Beruhig dich, Mars. Deine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Das ist ein bisschen voller Erfolg. Jawohl, ganz genau. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss erhaltet uns bereits im Hauptquartier. Die Pokémon der drei Seen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Der Tunnel am See der Kühner so richtig krachen lassen und irgendwie geschehen dadurch diese Höhle, in der Wespe schläft. Wesper ist bestimmt erwacht, um seinen Freund zu helfen. Das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert. Tabelle 3 in unserer Gewalt. Herr Peter, sind die fühlende Wesen, Turm unser starke Wesen und so wie jetzt helfen, das wissende Wesen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Verstehe. Team Galactic hat euch das legendäre Pokémon vom See der Kühnheit entführt, bei der sie mit einer Gruppe skrupelloser Kriminelle aufgenommen. Ein Glück, dass ihr unbeschadet davon gekommen seid. Was mit dem See der Stärke? Ich habe Sicherheit, dass... Ja, das müssen wir jetzt als nächstes angehen. So, dann fliegen wir als nächstes erstmal nach Elysis, da wo wir schon mal hergekommen sind. Jetzt müssen wir nämlich den ganzen Weg, den wir in der vollsten Folge gegangen sind, dann noch dazu nochmal gehen. Und diesmal nehmen wir die ganzen Routen mit. Jetzt halte ich mein Team und dann machen wir Feierabend für heute.